Willkommen zu einem neuen Video, ich bin Vio und wir sind heute in Österreich, hier in Tirol, in Kufstein. Ihr habt es euch so oft gewünscht. Leider kenne ich mich hier jetzt nicht so gut aus, also werde ich heute ein bisschen weniger reden und euch ein bisschen mehr zeigen. Hier in Kufstein, für die, die sich nicht auskennen, das ist jetzt an der Grenze zu Deutschland. Und so sieht eben der Bahnhof aus. Hier haben wir so ein kleines Güterwarteplätzchen. Hier sind einige Gleise, beziehungsweise mehr Gleise für Güter als für Personenverkehr. Sehr wahrscheinlich. Hier geht es Richtung Innsbruck, also hier geht es Richtung Innsbruck und hier sehen wir das Locomotion-Werk. Hier hat Locomotion, ich weiß jetzt nicht, ob es die Heimat ist, aber auf jeden Fall ein Werk und ganz schön viele von diesen Lokomotiven, die wir manchmal auf dem Brenner oben sehen. Und hier geht es dann raus Richtung Innsbruck. Jetzt fängt es leider an zu regnen, ansonsten würde ich mit euch da hinten an die Strecke hin. So, und hier haben wir dann ein Stumpfgleis, wo hier dieser Desiro gerade steht. Und da fahren dann eben immer die CityJet Express und die Regios von Kufstein nach Innsbruck. Und auf der Nordseite haben wir nochmal genau das gleiche. Und dort dann eben mit der BRB, mit der Bayerischen Regiobahn, die fährt von dort aus in Richtung München. Und dann haben wir hier noch die durchgehenden Gleise, Gleis 2 und 3. Also von dem her haben wir hier nicht so viele Gleise vom Personenverkehr. Und hier haben wir dann ja den durchgehenden Güter- und Personenverkehr. Hier halten die meisten Eurocity, Railjet und andere Schnellzüge. Gleich haben wir eine Westbahn, wir haben es 11 Uhr und ich bin gerade mit dem Bozen Railjet hergekommen, der was in Bozen startet und dann eben nach Wien fährt, der hält hier dann auch. Und jetzt probiere ich hier noch zu verstehen, was die hier mit den Güterzügen machen. Der hier ist zum Beispiel nur mit der Rail Fanatics, also mit der hinteren angekommen, die vordere wird da, während ich hier angekommen bin, wurde die hier dran gehangen. Heißt, ab hier werden dann zwei Loks benötigt. Wahrscheinlich fährt der Richtung Brenner. Ja, vom Material her müsste das einer nach Brenner sein. Aha, da hat sich mein Ohr ganz schön verhört. Zugfahrt Bahnsteig 3 hieß es und das Signal habe ich auch missinterpretiert. Ich bin noch ganz im italienischen Linksverkehr, dann habe ich die Signale nicht wahrgenommen. Ah, ich habe doch richtig gehört. Aber was war das jetzt für ein Railjet, der hier durchfährt? Hält hier nicht alles. Da kommt sie an, Westbahn von Wien Westbahnhof nach Innsbruck Hauptbahnhof. Die fährt später dann wieder zurück. Wunderschön. Abwechslung in der Farbe tut immer gut und ich krieg's gerade nicht hin, die Kamera gerade zu halten. Das verwirrt mich gerade alles. Übrigens, apropos Kamera, ich filme gerade wieder mit meinem Camcorder. Da ich mir dachte, hier an dem Bahnhof gibt es viel zu zoomen. Und das funktioniert ja mit meiner neuen Kamera nicht allzu gut. Deshalb, heute haben wir wieder ihn hier dabei, den Mega-Zoom. So, und hier wird jetzt wahrscheinlich genau das gleiche passieren. Wahrscheinlich steht hier dahinter nochmal ein Güterzug. Akim 189 in Auftrag für Vectron, für TXL. Da hinten steht es auch nochmal drauf. Mal gucken, was mit der jetzt passiert. Eigentlich wollte ich jetzt hochgehen auf den nördlichen Teil, aber ich glaube, hier passiert gerade mehr Action. So, ich vermute, den werden wir jetzt nicht sehen, wohin er geht, weil eben hier der Güterzug noch keine Ausfahrt hat. Aber ich höre wieder etwas fahren. Das war jetzt die S-Bahn nach Telfs-Pfaffenhofen.
der macht sich jetzt an den Güterzug dran, wahrscheinlich der irgendwo hier dahinter steht. Die Zuglichter, die ich vorhin gesehen habe, als ich an der Nordseite war, die scheinen sich jetzt zu bewegen. Und zwar hier bei uns. Es ist ein bisschen blöd, der Bahnsteig ist mir ein bisschen zu eng und ich sitze hier gerade, stehe hier gerade so. Ich stand gerade so, dass Züge, welche auf meinem Gleis durchfahren, mir auf dem Rücken auffahren. Und das finde ich nicht so angenehm auf so einem engen Bahnsteig. So, hier haben wir jetzt ein Infrastrukturfahrzeug. Und hier haben wir jetzt den Railjet. Einmal nach Zürich Hauptbahnhof und geteilt wird er in Feldkirch. Und nach Feldkirch geht dann auch der zweite Zugteil. Also der endet da. Hier haben wir jetzt eine 1116 dran, an dem hier. Heißt, wir hören gleich den Anfahrtssound. Und hier haben wir jetzt den Eurocity. Und der fährt von Innsbruck nach München. Sehr schön. Sehr schön. Diesmal habe ich mich erinnert, dass hier auch 11 und 10, 16 fahren. Also die Tauren, die bei uns nicht fahren. Dementsprechend hatten wir auch den Anfahrtssound dabei. Ups. Denn bei uns in Italien fahren die Taurus 1216 und die haben eben nicht diese Tonleiter beim Anfahren. Leider, leider. Das war jetzt der Eurocity in Richtung Zürich und Feldkirch der hintere Zugteil. Ja, und hier haben wir jetzt wieder das Problem mit den Ansagen. Da drüben ist kein Bahnsteig. Dementsprechend bekommen wir hier auch keine Ansagen, wenn da was auf den Gütergleisen passiert. Deshalb heißt es immer fünffach schauen. Hier haben wir jetzt eine Taurus und dahinter eine L44. Sehr schön. So, hier wird jetzt gewartet. Ich vermute, also in 2 Minuten haben wir hier City-Shed Express. Meine Güte, war das gerade schwierig. Ich vermute mal, danach wird der Instandhaltungswagen rausfahren und dann der TXL oder umgekehrt. Je nachdem, was die jetzt mit den Instandhaltungswagen vorhaben. Plus, der Instandhaltungswagen sieht hier, also der sieht aus, als könnte er so in der Schweiz fahren. Also, keine Ahnung, der sieht mir sehr ähnlich zur Schweiz aus. Naja, und während ich mir hier meine Nase geputzt habe, kommt hier noch was an. Oh, schön. Doppelte Railpool 186. Also ich glaube, hier sind wir gut bedient, was Güterzüge angeht. So, er fährt auch auf ein rotes Signal auf. Jetzt bin ich mal gespannt, der hat jetzt schon 2 Lokomotiven. Fährt er jetzt nur hierher, weil er warten muss wahrscheinlich, weil die S-Bahn oder der CityJet gleich ausfährt. Wahrscheinlich. Vielleicht fährt er danach direkt ab.
Also ich mag den Desiro ja, ne? Vom Aussehen her und so, sehr schönes neues Ding. Aber der Sound beim Anfahren, du, das ist jetzt nicht so meins, ne? Muss ich dir ganz ehrlich sagen. So, jetzt ist ein bisschen blöd, Zugfahrtbahnsteig 2. Das war mir jetzt ein bisschen zu nah. Aber L44 an vorderer Stelle, schade. Naja. So, da hinten fädelt sich derweil noch ein Zug ein. Ja, hier ist jede Menge los. Und jetzt gibt's das, worauf ihr alle gewartet habt, wenn ihr den Bahnhof schon kennt. Und zwar gibt's hier auf dem Bahnhof eine Überführung. Und die geht einmal über den ganzen Bahnhof hinweg. Und da der Bahnhof in so einer Kurve ist, ist das recht nützlich, weil man von hier aus einfach alles perfekt sieht. Außer die Bahnsteige der BRB. Aber naja, da fährt ja auch immer nur das Gleiche. So, was haben wir da oben? Das ist eben das Geile bei der Kamera. Du kannst reinzoomen bis aufs geht nicht mehr. So, da steht auch noch was. Ah, das wird wahrscheinlich die Akim sein, die wir vorhin gesehen haben. Dann haben wir hier so zwei, drei Güterzüge. Gut, ein paar mehr. Hier ein paar Güter allein rumstehen. Auch gut. Und hier auf der Seite haben wir eigentlich das Interessantere. Hier sehen wir jetzt alles. Hier haben wir noch die beiden TXL, die beiden Railpool, die Taurus. So, ich bin jetzt auf der nördlichen Seite Richtung München und hier kommt jetzt die Bayerische Regiobahn. Auf der Zulassung steht Bobby und nicht BRB. Jetzt bin ich etwas verwirrt, was das soll, aber Leute in den Kommentaren können mir das sicher erklären. So, ich wollte jetzt nicht oben bleiben, denn es regnet. Vielleicht hört es danach wieder ein bisschen auf. Naja. So, ich bin jetzt extra auf Bahnsteig 1, da ich mir dachte, ja, hier fahren eh keine Züge durch. Ja, so viel dazu. Es fahren dann doch Züge auf Bahnsteig 1 auch durch, warum auch immer auf einmal. So, ich kann mir so langsam denken, warum hier die ganze Zeit Güterzüge anhalten. Nämlich Personalwechsel. Von deutsch auf österreichisches Personal. Beziehungsweise, ja, eben das Personal, was ab hier halt übernimmt. Denn das ist ja der erste große Grenzbahnhof, beziehungsweise Bahnhof in Österreich und Grenzbahnhof irgendwo auch. Zu Deutschland. So, auf Gleis 2 fuhr gerade auch was durch. Einmal Locomotion und Railpool, 186. Aber die sehen wir eben nicht, weil hier der Güterzug ein bisschen im Weg steht. Und der hat jetzt übrigens auch angehalten auf Gleis 2 auf dem Durchgehenden, weil er warten musste, bis die BAB draußen ist. Eine Sache, die ich recht lustig finde, auf Gleis 2 ist jetzt wieder der Güter weg übrigens. In die Richtung wird man nicht meinen, dass es regnet, ne? So, jetzt nehmen wir mal einen dunklen Hintergrund, zoomen rein und dann guckt euch mal an. Das könnte halt schon fast Schnee sein. Sehr schön. So, hier haben wir einen Regio, der fährt in Kürze ab Richtung Innsbruck und in Kürze kommt auch ein CityJet Express aus Innsbruck an. Teilweise fahren L44 mit diesem City Shuttle Wagen auf dem CityJet Express, aber jetzt wird in der App eben angezeigt, es fährt ein Niederflurwagen drauf, von dem her denke ich mal nicht, dass da etwas kommen wird, denn in Innsbruck standen zwar zwei rum, aber naja, ich weiß nicht. Und hier hinten steht übrigens noch alles, hier die TX, die steht ja schon seitdem wir hier sind, der Railpool steht auch noch immer hier, da hat sich nichts getan. Spätestens jetzt könnt ihr mal glauben, dass es regnet, denn ihr habt einen Fleck auf der Linse. So, da vorne sehen wir ein Ausfahrtssignal, beziehungsweise das, ja, österreichische Signale sind nicht meine Stärke. Okay, beruhig dich, ich habe ja nichts gesagt. Meine Güte.
Hier fahren dann übrigens auch die ganzen Eurocity durch, die wir auf der Brennerbahn haben. Heißt die von München nach Bologna und Venedig. Den nach Venedig haben wir sogar in einer halben Stunde und der hat sogar keine Verspätung ausnahmsweise mehr. Also hier bewegen sich die ganze Zeit so ein paar Stromabnehmer und man hört immer mal wieder was. Aber sehen tut man nicht viel, weil halt Güterzüge hier sind. So, jetzt fährt die TXL mal aus. Jetzt hat sie einen Platz gefunden, wo sie hier eine Trasse frei bekommt. Nice. Und hinten dran die ELL Vectron Rail Fanatics. Da sind auch einige ein bisschen gegen die Sonderlackierung mit dem Graffiti-Style, weil die meinen, ja, das ist gleich scheiße wie Graffiti. Und da gibt man Graffiti nur Existenzrecht, wenn man so ein Graffiti-Art macht. Alles beschweren. Ne? Der Railpool hat sich jetzt dazu entschieden, auch noch auszufahren, hinter der TXL schnell. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und hier haben wir ELL mit einer Vectron. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ich dachte kurz DB Sonderlackierung, aber gut. Das ist geil. Also zum einen die Kamera, aber zum anderen einer fährt aus, einer fährt ein. Weil der fährt auf dem Durchgehenden ein. Heißt, die Durchfahrt von dem wurde gestoppt, weil ein anderer Zug ausfahren muss. Das ist ja mal lustig. So, jetzt möchte ich wissen, ist das wirklich? Ja, das ist wirklich ELL und TXL Logistik mit einer Vectron, die aussieht wie eine DB-Sonderlackierung. Ich lach mich schlapp. Also das ist genial. Oh, ich sehe gerade so viele coole Sachen, aber erstmal hier Schieberlokomotive. Da habe ich auch mal Verschublokomotive gesagt und einer hat sich aufgeregt, dass ich Verschub und nicht Schiebelokomotive gesagt habe. So, Locomotion 139. Die schiebt den jetzt wahrscheinlich auf den Brenner hoch. Wow. Und die wurde hier dran gehangen. Jetzt weiß ich auch, warum der Railpool hier gehalten hat. Und dann habe ich hier noch andere tolle Sachen gesehen. Er hier. Ich glaube, der stand vorhin, als wir auf der Brücke waren, leer rum, also ohne Lok. Auf jeden Fall 1144 an den Güterzug, wow. Und hier haben wir dann die Akim 189. Die haben wir vorhin auch rumrangieren sehen und hier haben wir ihn hier. Und hier haben wir jetzt die Ankunft des CityJet Express von Innsbruck. Der hält jetzt hier auf dem Stumpfgleis und fährt danach wieder runter. Unterschied zwischen CityJet Express und S-Bahn. Der hier hält nicht überall. Und ich glaube, er fährt über die schnelle Strecke. Denn hier zwischen Kufstein und Innsbruck gibt es zwei Bahnstrecken, beziehungsweise die eine Bahnstrecke verläuft unterhalb der anderen Bahnstrecke, also wirklich unterhalb, unter der Erde. Okay, jetzt weiß ich, was das für eine Vectron ist und jetzt weiß ich auch, was die machen. Vorhin rangierten zwei TXL in die Richtung, wo der auch gerade hinfährt. Heißt, die werden diese Lok, weil die nicht Italien kann, vom Strom her, wahrscheinlich, die wird jetzt ausgewechselt durch die beiden TXL, welche Italien können, und fahren dann auch zum Brenner, wenn ich es jetzt richtig verstehe. So, auf jeden Fall der CityJet Express, der hier fährt die schnelle Linie, hält dann nicht an jeden Bahnhof und dann gibt es eben noch die S-Bahn, die an jeden Bahnhof hält. Also man kann hier nicht eine Sekunde mal eben am Handy sein. Jetzt hat sich da hinten gerade wieder irgendwas in Fahrt gesetzt. Das ist jetzt die Akim. Die geht mit dem Güterzug raus. Okay. Auch schön. Ey, und es macht es einfach nochmal geiler, dass der ganze Bahnhof hier in so einer Kurve ist. Guckt euch das mal an. Du kannst hier richtig geil da in den Güter reingucken. Naja. So, das ist jetzt eben TXL. Und Akim, also Akim vom Leasing-Service her. Und die fährt auch Richtung Brenner, beziehungsweise sie fährt auf der Brennerbahn. Ob der Zug jetzt Richtung Brenner fährt, das weiß ich nicht. So, er hier geht jetzt derweil wieder auf die deutsche, österreichische Seite rüber.
Und gleich haben wir dann die beiden TXL-Loks, die vorhin rüber sind. Ah, das habe ich gehört. Gleis 1 ist wieder frei. Und er hier steht übrigens nicht auf dem durchgehenden Gleis. Wenn man hier ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass hier noch eins dazwischen ist. Aber dadurch, dass hier diese Kurvenlage eben so extrem ist, sieht man das nicht so gut. Und dieser Zoom, meine Güte. So, ich hoffe mal, dass die L44 auch mal abfährt. Obwohl, die ist nicht aufgerüstet. Na gut, das kann dauern. So, hier haben wir jetzt eine Alpha Trains geleased für Locomotion, immer noch in der Alpha Trains Lackierung. Ich bin mir die ganze Zeit sehr unsicher, welche Güterzüge jetzt vom Brenner runterkommen und welche nicht. Weil vom Ding her könnten die fast alle vom Brenner kommen. Von dem Lokmaterial, aber auch von dem Gütermaterial. Also bin ich mir da recht unschlüssig, weil so viele Güterzüge können halt auch nicht. Also auf dem Brenner ist schon viel los, aber so viel? Ich weiß ja nicht. So, er halt auch wieder fast an. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ah, nein, wir sehen das Rangieren nicht. Schade. Weil der wird jetzt immer langsamer. Der Güterzug, dann sehen wir es noch weniger. Oh ne. Vor allem der Güterzug, der kam mit einem Höllenschwung hier in die Kurve rein und jetzt ist er so langsam und hält fast an. Vorhin beim Eurocity, der ist hier ja auch reingerauscht, falls er die Einfahrt davon noch in Erinnerung hat. Der ist ja gerade eben richtig hart rein und hat dann am Bahnsteig erst das Bremsen richtig angefangen. Richtig weird. Aber das passiert bei uns auch manchmal, zum Beispiel in Franzensfeste. Da fährt man auch recht schnell noch an den Bahnsteig ein. Da ist man dann am Bahnsteig teilweise noch 50 km/h vielleicht nicht, aber so 30, 40 km/h. Das ist halt dann schon eine Nummer. Und ich dachte mir schon, ich höre irgendetwas und in dem Moment, 50 Jahre Kombiverkehr Sonderlackierung, 186, leider kann die nicht Italien. Aber eben, ja, die habe ich schon mal am Brenner gesehen. So, ich bin mal gespannt, was die jetzt macht. Und ich hoffe mal, dass hier unser Vorderfeld mal jetzt ein bisschen frei bleibt, weil ich genieße das gerade hier so viel Ausblick zu haben. Okay, der scheint jetzt nur gewendet zu haben. Hier haben wir Signal grün für die TXL, der fährt jetzt neben mir aus. Aber, sorry Leute, ich finde ihn hier interessanter, ne? Und er gibt mir sogar Makro, also das war jetzt sicher nicht für mich, aber ich nehme es einfach mal, ne? Hier haben wir dann noch eine andere Lokomotive, eine Rangier-Lokomotive von Locomotion gehabt. Und er fährt jetzt in die Werkstatt. Frech. Und Eurocity. Auf dich habe ich gewartet. Das ist jetzt der Eurocity. Ah, der hat das grüne Signal. Okay, jetzt verstehe ich. Hier sieht man noch ein bisschen die Schieflage von der Lok. Oder ich halte meine Kamera wieder komplett schief. Eurocity von München nach Venedig. Und ja, für den war das Signal hier. Und ich dachte, das Signal von ihm ist das linke, was jetzt noch immer rot ist. Ach, ich bin dumm. Aber das ist so brutal, wenn man sich diesen italienischen Linksverkehr gewöhnt ist. Alles verwirrt. Auch als wir vom Brenner rausgefahren sind, mir sind auf einmal links neben mir Güterzüge gewesen. Dann war ich auch so, hä? Was ist denn jetzt passiert? So, und jetzt bekommt er hier Ausfahrt. Also, ich hoffe auf ihn hier, aber ich glaube er hier. Und hier kommt jetzt der Regio an aus Talfs-Pfaffenhofen. Das ist sozusagen Richtung Innsbruck, wenn man Innsbruck die Bahnlinie weiter in Richtung Landeck, also Arlbergbahn fährt. Nur halt nicht ganz bis Landeck. Und der macht eben den Regio, der fährt dann die langsame Linie, wo er dann alle Bahnhöfe anfährt. Und hier der City Jet Express im Vordergrund, der fährt dann als Schnellzug nach Innsbruck. Also als Expresszug. Und zack, seht ihr, wie schnell der ist? Der ist gleich am Bahnsteig, der fährt doch locker noch. Keine Ahnung. Also, hä? Als würde er durchfahren.
Ah, jetzt haben wir Linksverkehr. Wir sind wieder in Italien. Das ging jetzt schnell. Das ist dick. Ich dachte gerade, dass das nur die Lok ist und deshalb habe ich so scheiße reingefilmt, weil ich nicht realisiert habe, dass das der ganze Railjet so ist. Naja, auf jeden Fall gab es jetzt, warum auch immer, Gleis 2 ist eigentlich offen, eine Gleisänderung aufs eben linke Gleis, also aufs italienische Richtungsgleis. Tja, das ist jetzt der Railjet nach Wien, der kommt aus Innsbruck, also der ist in Innsbruck losgestartet. Warte, stimmt das überein? Das ist eine Doppelgarnitur und der ist erst in Innsbruck gestartet. Ja, das ist aber fahrplanmäßig der aus Innsbruck. Und hinten dran ist eben diese ÖBB-Sonderlackierung und eben nicht nur die Lok. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich nur die Lokomotive gesehen, deshalb war ich jetzt gerade so verwirrt. Aber jetzt gibt es schon eine ganze Railjet-Garnitur mit dieser Sonderlackierung. Sehr schön. Und natürlich zu spät aufgenommen, aber trotzdem hat man es recht gut gehört, wie laut diese Tonleiter und geil die ist. Jetzt fährt er eben wieder ab. Und ja, das ist wirklich der was nur von Innsbruck nach Wien fährt und trotzdem Doppelgarnitur. Geil. Und hier ist er wieder zurück, Westbahn von Innsbruck nach Wien Westbahnhof. Muss immer aufpassen, dass ich bei der Westbahn nicht aus Versehen Hauptbahnhof sage. Und nebenan fährt endlich der TXL los. Der hat jetzt echt lange gedauert, aber ja, sehr schön. Jetzt ist mal eine Viertelstunde lang nichts passiert und jetzt wieder alles auf einmal. So, hier Naturtalent und Our Daily Heroes. For you on track. Das war jetzt sehr deutsch ausgesprochen. Das mache ich nicht nochmal. So, der wird jetzt wahrscheinlich Richtung Brenner fahren. Jetzt bin ich mal gespannt, was noch so kommt. Und hier fährt jetzt die S-Bahn ab nach Talfs-Pfaffenhofen. Und hier eine der Loks hat gerade angefangen zu arbeiten, die mit dem Stromabnehmer. Bin ich mal gespannt, was die da anstellen. So. Jetzt ist die Linie wieder frei. Jetzt können wir da ein bisschen was fahren. Von Bologna nach München. Jetzt habt ihr wieder gesehen, wie schnell der mal hier eingefahren ist. Aber gut, der Bahnsteig ist auch extrem lang. So, und jeden Moment sollte hier auch ein Railjet kommen. Jetzt habe ich ein bisschen zu spät aufgenommen und genau jetzt war die Nightjet-Lokomotive vorne dran. Ach, meine Güte. Der ist wieder eine 11:16, heißt, wir hören die dann wieder, wenn sie startet. So, ich glaube, die Aufnahme kann ich euch jetzt nicht mit einblenden, aber der Zug hat Verspätung. Und gerade hat einer die Tür blockiert, weil er noch fertig rauchen wollte. Und dann musste der Zugchef zu dem und hat den halt mit reingezogen. Ne? Ja, und jetzt sollte er eigentlich abfahren. Der hat jetzt
10 Minuten Verspätung, circa. Deshalb hat er sich auch vorhin mit dem Eurocity gekreuzt. Und jetzt geht's los. Wunderschön, das genießt man immer jedes Mal, diese Tonleiter. Vor allem, wenn sie überraschend kommt, wenn man gerade mal nicht dran denkt, dass die noch kommt, und dann zack, ist sie da. So, jetzt hat es eben leider wieder angefangen, etwas zu regnen. Deshalb musste ich jetzt leider wieder hier rein, aber geht auch. So, hier kommt jetzt der zweite Zugteil. Und die Taurus hat einen Dreher drin, also die ist falsch gedreht. Heißt, ja, die Lackierung passt einfach nicht zusammen. Recht viel mehr bedeutet das auch nicht. So, und das ist auch toll. Hier sind wir Zugende und hier dann, ja, die Weiterführung des Zuges. Achtung, Bahnsteig. Doch keine Durchfahrt. Die Lok durch und oh, nice. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass man hier immer nur eine Lokomotive hat. Oder halt in den meisten Fällen. So, warum wird denn hier immer alles langsamer? Also mir kommt vor, alles, was Richtung Deutschland durchfährt, wird bei der Ausfahrt vom Bahnhof langsamer. Kann natürlich sein, dass da danach eine Langsamfahrstelle liegt oder einfach generell eine Limitierung von der Geschwindigkeit. Und jetzt wird es richtig nass hier, ey. L44 ist noch immer abgerüstet da hinten. Schade. Und jetzt haben wir direkt die Ausfahrt vom CityJet Express nach Innsbruck. Und erst ist der Bahnhof leer. Wahrscheinlich nur noch mehr oben auf dem Nordgleis eine BAB wird stehen. Aber ansonsten gibt es hier nichts mehr. Also natürlich die L44 muss. So, jetzt haben wir es 13.40 Uhr. Heißt, der nächste Zug ist erst wieder in 20 Minuten. Die BAB, also Regio nach München. Und danach dann irgendwann mal wieder die Eurocity und Railjets. Ja, und bis dahin hoffen wir, ein paar Güterzüge hier hinter uns anstauen zu können. Also ich muss gleich mal schauen, was das für Railjets sind. Weil so einmal alle 2 Stunden fährt sowas durch, kommt mir vor. Und der hatte an der Seite eine kleine Sonderlackierung, also eine Beklebung, sorry. Ja, nice. So, jetzt habe ich mich mal kurz schlau gemacht über den Railjet zum Beispiel. Der fuhr von Frankfurt über Innsbruck und die Arlbergbahn davor. Der fährt jetzt nach Flughafen Wien. Und der hat ganz komische Haltestellen. Und zwar hält der nicht in St. Anton am Arlberg, wo ja normalerweise jeder Fernverkehr hält, sondern in Langen am Arlberg.
Er hält nicht hier in Kufstein, aber dafür hält er in Jenbach und in Wörgl. Also ich weiß auch nicht, der hat nichts direkt dahinter, den er Platz machen müsste. Deshalb, ja, keine Ahnung. Wird schon ein besonderer Zuglauf sein. Auf jeden Fall sehr spannend, der kommt direkt aus Frankfurt. So, es passiert wieder was auf den Gütergleisen. Aber ihr seht schon, wow, Railpool 186, Merchitalia Rail 193, also Vectron, dann Rail Traction Company Vectron, nee, 189, und dahinter eine RTC Lomo 1 Vectron, die 777, die goldene. Und ihr habt es gerade gesehen, das sieht fantastisch aus. Nur die vorderste und die hinterste Lok haben den Stromabnehmer oben. Hier vorne die Railpool. Und die in der Mitte nicht. So, was ist das jetzt? Also, die sind alle gemeinsam bis zum Brenner gefahren, aber immer mit Güterzügen. Also nicht gemeinsam, sondern die sind den Tag über zum Brenner. Und am Brenner werden die dann gesammelt, da die nicht weiter nach Italien fahren. Sie sind zwar alle Italien zugelassen, aber da braucht es anscheinend nur noch mehr eine Lok oder es werden italienische Loks dafür verwendet, für die Weiterfahrt nach Italien. Und dann werden die eben am Brenner gesammelt und fahren dann als Lokzug mit eben 4-5 Loks meistens wieder zurück, damit nicht einzelne Lokzüge zurückfahren, sondern ja. Manchmal nehmen die dann den Gegenzug oder einen anderen Zug an am Brenner, aber eben manchmal passiert auch das und das ist sehr schön. Ich vermute, dass sie vom Brenner kommen, eben weil die Loks brennertypisch sind und auch, weil wir das am Brenner schon ein paar Mal beobachtet haben. Und sowas passiert dann übrigens auch mit den Altbauloks, die ihr hier bei mir im Hintergrund gerade seht. Die fahren nämlich auch als Verstärker bis zum Brenner mit, wie wir vorhin bei der Railpool, meine ich, gesehen haben. Und dann werden die am Brenner gesammelt und fahren dann als Altbaulokzug wieder zurück. Und vielleicht sehen wir heute nochmal sowas. Wäre auf jeden Fall schön. Von da oben kommt jetzt das nächste. Das ist eine 494. Beziehungsweise, boah, 187. Ich bin mir gerade sehr unsicher. So, hier die Vectron hat gerade ihr Rangierlicht eingeschaltet, beziehungsweise das Vorderlicht. Bei Rangier, beziehungsweise Verschub, sorry, Fahrten, müssen immer vorne und hinten Licht an sein. So, der Trax wird jetzt auch umrangiert. Der hatte auch gerade eine schöne Tonleiter. Ich habe leider die Aufnahme zu spät angemacht. Und jetzt frage ich mich, durch was wird die denn ausgetauscht? Kommt da jetzt etwa eine Dreifachtraktion Vectron? Nee. Also es könnte sein, dass da aus dem Lokzug, der da rumrangiert, verschoben wurde, dass davon eine Lok. Aber ich glaube nicht, dass da Dreifachtraktion rankommt. Naja. So, jetzt passiert wahrscheinlich das, was ich eh gedacht hätte. Die 186 ist gerade wegrangiert. Also die stand gerade hier. Die wurde ja von der Dreifachtraktion vorhin verlassen. Die kam ja als Vierfach an. Eben, und die hat beide Lichter an, das wollte ich zeigen. Die hat drei Verschubfahrt und auf beiden Seiten Lichtern. So, was wir hier vorhin die ganze Zeit hupen gehört haben, das waren die Teile hier. Ich weiß nicht, was sie machen. Sie stehen einfach nur, hupen und arbeiten, aber sie bewegen sich nicht. Auf jeden Fall, jetzt die Railpool 186, die da gerade drüber ist. Entweder die wird jetzt gekuppelt mit der 187, also Trax 3, und kommt dann gemeinsam an den hier gerade angekommenen Zug, nur mit der Trax 3. Oder die 186 macht jetzt alleine den Zug, der von der Trax 3 hier ankam. Also mir ist der Sinn von diesem Zug fährt auf Gleis 1 durch nicht klar. Ich will hier in Ruhe sein, ohne dass hier Züge mit Vollspeed durchfahren. Das Durchfahrtsgleis ist Gleis 2, was soll das? Aber TXL, nice. Das hat ja mal gut funktioniert mit frühzeitig stehen bleiben. Naja, ist halt ein langer Güterzug. So, jetzt haben wir den Zugdurchfahrt. Achtung, Zugdurchfahrt. Diesmal lese ich das Signal richtig auf dem Hauptgleis in Richtung Innsbruck. Also hier findet jetzt keine direkte Überholung statt. Die machen jetzt nämlich Personalwechsel. Woher ich das weiß?
schon wieder so ein mysteriöses Railjet-Ding, das hier nicht anhält. Naja, jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Es gibt Railjet, die hier nicht anhalten. Der fährt jetzt Richtung Innsbruck. Achso, also er hier wird nicht direkt überholt, denn der nächste Reisezug Richtung Norden, also Richtung München, ist erst in einer Viertelstunde. Von dem her Personalwechsel, eventuell Lokwechsel, ich weiß es jetzt nicht. Ja, sehen wir leider nicht, weil ich gehe jetzt nicht hoch auf den Nordgleis, beziehungsweise da, wo der steht mit den Loks, da ist kein Bahndach mehr. Und der hier hat eh schon ein bisschen Risse im Dach drin. Ja, und die beiden Loks, die sind noch immer nicht da, beziehungsweise der Lokzug, aber er kommt jetzt. Und zwar da hinten, jetzt sehen wir leider nicht, wie die dran gehen, aber die machen genau das, was ich vermutet habe. Sie gehen mit der 186 vorne, hinten, an den Güterzug. Warum? Am Brenner machen die 187, also die vordere Lok, weg. Die vordere Lok hat keine Italien-Zulassung und die hintere aber schon. Heißt, die hintere bleibt danach, nach dem Brenner, auch noch am Güterzug. Da wird dann einfach am Brenner eine weitere Lokomotive dran gehangen oder er fährt sogar alleine vom Brenner dann weiter Richtung Italien. Deshalb wurde die Lok jetzt so dran gemacht, dass die dann am Brenner einfach die hintere Lok wegtun können und die nicht bewegen müssen. So, ein bisschen was sehen wir. So, dann fehlen noch drei andere Lokomotiven. Die sind auch da hinten irgendwo und vielleicht kommen die wieder hervor. So, das ist hier auch hinter dem Balken natürlich. Also, da kommen sie. Eine zumindest. Die 777 fehlt noch. Das ist eine Mercitalia Vectron. Mal gucken. Ich denke mal, die wird jetzt ganz hinten irgendwo warten. Vorhin hat nämlich hier eine von denen, ich glaube die hier, hat vorhin nämlich da hinten irgendwo gewartet. Auch alleine. Und ich denke, die hier wird jetzt genau das gleiche machen, einfach auf den nächsten Einsatz warten. Und was die 777 macht, ja, das weiß ich nicht. Ich warte alle mal auf den CityJet Express, jetzt dachte ich, der kommt. Aber der war, da war ja noch eine Lok. Hä? Warte mal. Ah ja, das war Vierfachtraktion, stimmt. Jetzt bin ich gerade verwirrt gewesen. So, eigentlich sollte jetzt der CityJet Express einfahren, aber er hier kommt. So, jetzt haben beide Strom. Und ich habe gerade gesehen, die Mercitalia, die hat sich an den Güterzug geschmissen. Ich habe den Güterzug vorher nicht gesehen. Von dem her vermute ich, dass die hier jetzt einfach nur abgestellt werden. Außer da hinten steht noch irgendwo etwas. So, und jetzt haben wir es eben. Ich hoffe. Nee. Also die 777 hinten, die hat keine Lichter angeschalten. Dann wird das hier mit der Rangierfahrt wohl nicht so sein. Außer die fährt jetzt direkt als Lokzug weiter, aber ich weiß es nicht. Oder man sieht die Lichter einfach nur schlecht. Nee, die sind aus. Also ich weiß ja nicht. Vielleicht auch nur, wenn nur eine Lok verschoben wird. Kann mir das einer erklären? Ich kann es euch jetzt nicht gut zeigen, weil es regnet und ich gerade im Regen stehe. Und hier eben der Güter im Weg ist, aber hier haben wir jetzt den Eurocity von München nach Bologna. Der fährt zu uns auf die Brennerbahn. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Güterzug hier gleich mal wieder weg ist. Und wir gehen mal wieder rüber in Scherben. So, jetzt habe ich Gleis gewechselt wieder. Weil auf Gleis 1 steht mir der Güterzug immer noch und der steht halt ein bisschen viel im Weg. Neben mir ist gerade wieder der Regio aus Telfes eingefahren. Und hier am Güterumschlagplatz sieht es so aus. Hier haben wir eben den Railpool. Ich denke, der wird jetzt noch warten, bis die Westbahn vorbei ist, da die ein bisschen Verspätung hat. Und hier haben wir mittlerweile alles abgerüstet und es schläft.
damit hättet ihr nicht gerechnet, dass der noch stehen bleibt, oder? Also den Schwung, den der gerade drauf hatte beim Einfahren, meine Güte, ja, der hat auch 2 Minuten Verspätung. Also wenn die bei uns in Italien mit 2 Minuten Verspätung so einen Speed drauf hätten, wir hätten keine Verspätung mehr, sage ich dir, so wie es ist, ne? So, dann haben wir die Westbahn. Ich habe bei der Durchsage S-Bahn verstanden, dann dachte ich mir so, hä? Ja, die hat 10 Minuten Verspätung. Und während wir auf die S-Bahn warten, wird hier fleißig rangiert. Ich weiß jetzt nicht, was sie damit machen. Aber der kam auf jeden Fall gerade hier raus. Und er schleicht sich hier jetzt an seinen Kollegen vorbei. Ja, wo will er denn hin? Heißt da noch ein Stumpfgleis? Nee. Wo fährt denn der? Ah doch, da ist noch eins. Ich habe nur den Prellbock da nicht gesehen. Na gut, dann wird jetzt auch abgestellt. So, Westbahn will nicht kommen. Was ist denn los heute? Und da haben wir sie, Westbahn von Wien Westbahnhof nach Innsbruck Hauptbahnhof mit 10 Minuten Verspätung. Westbahn. Ja, ich habe schon alles gesagt gerade. Schön. Ah, das ist immer wieder schön, so farbliche Abwechslung und dann auch noch ein anderer Triebwagen. Nice. Sehr schön. So, der Güterzug hier auf Gleis 1, der macht keinen Anstand, sich zu bewegen. Also der scheint da jetzt noch ein bisschen länger Dienst haben zu tun. Mal gucken, ob er hier Lust hat abzufahren. Jungs, Jungs, nicht alles auf einmal. Scheiße. Also, jetzt muss ich euch was erklären. Das ging ja mal, also ich blende euch jetzt nochmal ein. Denn das war jetzt eine Locomotion 5-fach-Traktion Lokzugleistung. Wow, und ganz knapp gekreuzt hat es sich mit den beiden hier. Keine Ahnung, warum die vorgerückt sind, stehen geblieben sind und erst jetzt fahren sie los. Und dann wurde es auch noch knapp mit den TXL, der hier gerade ankam. Fucking 5-fach-Traktion.
und hinten drei Altbau. Wow, genial. Und vorne drauf war dann halt auch noch an zweiter Stelle die Werbelackierung und dann erster Stelle die 444, also die bunte. Eben, und hier fährt jetzt der Kollege ab, also Railpool Trax 3 und 186 Richtung Brenner. Der stand jetzt auch eine Weile rum. So, jetzt gucken wir mal, ob die Altbau hier auch rangieren. Und hier fährt schon das nächste ein. Ich werd verrückt. Wer ist denn er? Der fährt hier jetzt durch. Ich habe keinen Bock auf durchfahrende Züge. Wenn ich ganz ehrlich bin, weil das ist jetzt das Gleis, wo ich gerade stehe. Und das wird windig. Aber er fährt recht langsam. Auch geil, diese Container mit der ÖBB Vectron. In Italien haben wir die nur mit alles andere außer ÖBB. So, die werden hier jetzt vielleicht auch anhalten und warten, bis die Ausfahrt bekommen, weil ja aktuell noch der Railpool Ausfahrt hat, beziehungsweise am Ausfahren war bis vor einer Sekunde. Also ich glaube, der Bahnhof mag mich einfach nicht. Vorhin standen wir ja hier auf dem Gleis, dann hat der uns blockiert. Jetzt stehen wir hier auf dem Gleis und er hier blockiert uns. Ich glaube, der fährt jetzt eh jeden Moment hoffentlich weiter. Ja, der beschleunigt eh schon wieder. Jetzt ist er weg. So, eben. Die hier sind vorhin noch angekommen. Und ich dachte mir, dass die noch hier stehen. Ich dachte sogar schon, dass die schon hier unten sind. Aber klar, die mussten ja den CGL-Request und dem Güterzug hier Vorfahrt geben. Deshalb, ja, werden die jetzt wieder bewegt. Guck mal, der hier ist auch bunt. Also, ne? Mit den roten Farben. Naja, bunt ist was anderes, aber es ist schön. Da hatte ich nicht ganz Unrecht mit, eine sollte da hinten sein, beziehungsweise die sollten schon alle da hinten sein. Eine hat sich vorgeschlichen und zwei sind hier geblieben, die waren ja zu dritt. So wie ich gedacht habe, ab auf Stumpfgleis, hier neben die Vectron. Und hier haben wir wieder eine mysteriöse Railjet, Leerfahrt, Durchfahrt, was auch immer. Und wieder mit einer kleinen Sonderbeklebung. Sehr schön. So, ich habe jetzt eine Gesprächsgelegenheit gefunden, deshalb haben wir jetzt zwei, drei Sachen verpasst, aber hier haben wir jetzt die Westbahn mit 10 Minuten Verspätung Richtung Wien. Und ich werde jetzt hier hinten in meinen CityJet Express und Richtung Innsbruck, da gibt es dann noch zwei, drei Aufnahmen. Sehr schön. So, kleiner Zeitsprung, wir sind jetzt hier wieder in Innsbruck, aber nur kurz. Ich schlafe heute hier, aber ich gehe jetzt schon rüber zu meiner Unterkunft. Es ist jetzt nämlich schon 6:30. Wir hatten später zwar noch ein paar interessante Züge, unter anderem einen ICE, der kommt aber erst 8:30 oder so etwas an. Und dann eben noch zwei, drei andere Sachen, aber vielleicht gibt es irgendwann mal das Video spätabends in Innsbruck, aber ich verspreche euch da leider nichts. Jetzt haben wir noch einen D-Zug, der ist als D angeschrieben, D irgendeine Nummer, von Wien nach Feldkirch und der fährt hier gleich durch. Jetzt haben die Bahnhofsbeleuchtung eingeschalten, um sie jetzt wieder auszuschalten, weil es jetzt wieder heller wird. Ja, das ist mal super. So, den gucken wir uns jetzt noch an und danach, ja, danach war's das. So sieht der Bahnhof übrigens an einem Freitagabend um, ja, 6:30 aus. Komplett leer. Gerade war hier noch ein CityJet Express nach Kufstein mit einer 1144 bespannt und diesen EuroCity Garnitur.
Aber ja, der ist jetzt leider ausgefahren, als ich eingefahren bin. Ich weiß auch nicht. Und die Flugzeuge, die hört man hier extrem. Das ist brutal. So, ich hatte die Hoffnung, dass auf diesen Rapid Train, auf diesen D-Zug, ja, dass da eine L44 oben ist. Jetzt versteckt er sich hier ganz hinter den Masten, dieser frecher Junge. Aber es wird eine Taurus. Schade. Abfahrtszeit 18:49 Uhr. Dieser Zug fährt heute von Bahnsteig 2. Ich hätte jetzt gehofft, eben, dass da eine L44 oben ist. Ich finde das interessant, dass das jetzt ein D-Zug ist von Wien bis Feldkirch und kein Eurocity. Aber naja, gibt's alles. So, hier haben wir einen Eurocity von Bologna, Venedig, Verona, also Italien. Ich weiß gerade nicht das genaue Ding. Er fährt nach München. Also er kommt von der Brennerbahn. Und ich werde mich jetzt auf dem Weg zu meiner Unterkunft machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Kufstein, endlich, endlich. Ihr habt es euch 1000-mal gewünscht. Dieser D-Zug ist komplett rammelvoll, meine Güte. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.